ich bin Murat Pfeiffer. Oh, ist mein Eier wieder fett, ey. Yeah, ich bin Gangster-Rapper und Frauenstecher vom Beruf. Ne? Ich bin, wie alt bin ich? Ich glaube 20,5 oder so. Ja. Was meine Mutter, hä? Was meine Mutter? Hi, mein Name ist Jacqueline. Ich bin 20 Jahre alt und mein allergrößter Wunsch ist es, Germany's Next Topmodel zu werden. Also viele meiner Freunde meinen, ich habe das Zeug dazu. Meine große liebe Murat meint, ich wäre perfekt für diesen Beruf. Also ich bin ja auch sehr selbstbewusst und finde ich auch meinen Luxuskörper, wie ihr seht. Ja, ich müsste jetzt eigentlich los ins Solarium, mich ein bisschen bräunen. Ihr wisst schon, ja, man sieht sich. Ja, ich bin die Chantal, 24 Jahre alt und ich habe keinen Arbeitsberuf mehr und ich muss jetzt gucken, was die Zukunft mir so bringt. Ja, also ich bin die Mutter von der Jacqueline und ja, manche sagen, ich bin 20, manche denken, oh, ich bin 30, aber so genau, das weiß keiner. Ja, ich glaube an den Traum meiner Tochter, weil die will Topmodel werden und das kann sie, weil das hat sie alles von ihrer Mutter, wie man sehen kann. Ja, jetzt gehe ich was essen. Oh ja, ich bin total verzweifelt. Ich habe meine Wohnung verloren und ich habe auch keine Heizung mehr, wisst ihr? Ich habe keine Heizungsrohre, keine Kaugummis. Und ja, und wisst ihr wieso? Ich habe meinen Beruf als Prostituierte verloren. Das ist gar nicht lustig, du. Und jetzt muss ich zur Arbeitsagentur gehen und mir Arbeit besorgen. Krieg dann so ein, wisst ihr, so ein Obdachlosen-Shirt. Also meine beste Freundin Chantal hat ihre Wohnung verloren und ich als ihre BFGYZ habe ihr jetzt angeboten, dass sie bei mir einziehen darf. Ich habe zwar eine kleine Wohnung und wohne mit Murat zusammen, aber das ist selbstverständlich, dass sie bei mir einziehen darf. Schließlich ist sie ja meine beste Freundin. Wir sind schon im Kindergarten zusammen aufgezogen worden. Ja, und solche Sachen halt. Wir waren zusammen immer Solarium, so Best Friends, ihr wisst schon und so. Ja, auf jeden Fall wird sie jetzt morgen bei mir einziehen. Und ich freue mich auch richtig. Und ich denke, das wird irgendwie schon klappen. Voll süß von dir, dass du für uns gekocht hast. Ja, ich weiß, ich habe mir auch voll viel Mühe gegeben. Ich nehme mal noch von dieser leckeren Soße. Alle gekocht, wisst ihr? Die waren so begeistert. Oh, ich war so gut. Und Murat, ich glaube, der hat nichts dagegen, dass ich eingezogen bin, weil der war so fröhlich und so, ich weiß nicht, so glücklich halt. Was ist das für Frau, die nicht kochen kann? Absolut wertlos.
Sie meint's doch nur gut. Guck dich die Scheiße an. Außerdem mit dieser Soße schmeckt das doch eigentlich recht gut. Was du sagen, Lang? Ich schwör dir, Alter, ich schmeck so unglaublich scheiße. Weißt du, ich habe Frau, die kochen kann. Warum du nicht gekocht hast? Alter, schmeckt so beschissen. Oh, Honigtörtchen. Sie ist mal Abi F und ich will sie never losen. Und das ist doch selbstverständlich, dass ich sie hier... dass sie uns Essen kocht. Aber guck die Scheiße an. Weißt du, wenn ich in Klo mache, Kacke, sieht das erotischer aus als dieser Scheiß hier. Weißt du? Jacqueline steht ein wichtiges Casting bevor. Sie lässt Murat und Chantal alleine zu Hause. Chantal nutzt die Gelegenheit, um Murat etwas näher zu kommen und macht ihm eine Überraschung. Überraschung machen und ja, ich guck mal, wie er reagiert. Boah, guck mal hier, Alter, voll interessant, lange was stehen. Ja.